Zum fünften Mal tummeln sich auf der Amaze in Berlin kreative Entwickler aus aller Welt. Die Indie-Messe ist laut, sie ist bunt, sie ist schräg und sie schiebt, eingerahmt in die International Games Week, Spiele als Kunstform ins Rampenlicht und verscharrt jegliche Konvention unter ihrer Bühne, auf der sich Künstler, Entwickler, Programmierer und Zuschauer auf Augenhöhe begegnen. Sie ist mittlerweile groß genug, um als Indie-Messe zu fungieren und dennoch so klein, dass man sich jederzeit beim Anspielen von Prototypen oder auch fertigen Spielen mit den kreativen Köpfen in persönlichen Gesprächen wiederfindet. So wundert es auch nicht, dass inmitten der pulsierenden Ausgemeile an der Warschauer Straße, direkt auf einem alten Lagerhausgelände neben Skatehalle, Clubs und Cafés, die Messe sehr gut in das Bild der Hauptstadt passt. Dabei will sie mit stolzer Brust Spielkultur und unabhängige Entwicklung zeigen und unterteilt sich in Installationen, Indie-Spielen, Talks, Workshops und Musik. Ob mit Multiplayer-Ansätzen, wo Spieler die Perspektive des Flachbildschirms neu erleben, knifflige Puzzlespiele mit Buzzern lösen müssen, während eine Uhr heruntertickt und das Spiel einem ständig zum Umdenken zwingt, wo man völlig unbedacht als kleine Kugel durch eine dörfliche Ebene rollt, weiße Bälle aufsammelt und sich denkt, och, das ist ja niedlich, während der Spieler gegenüber eine Drohne steuert und man beim Spielerwechsel selber entdecken muss, dass die kleine Kugel ein kleines pakistanisches Kind ist und man als Drohnenpilot wie beim echten Militär den Schießbefehl per Controller ausführen muss. Die Amaze ist halt eine riesige Games-Vernissage, die mittlerweile nicht nur Zocker anzieht, sondern auch wissbegierige Kunstbegeisterte vor Augen führt, was mit dem Medium in puncto Aussagekraft und Immersion möglich ist. Von kreativen Eingabemöglichkeiten, die zum Beispiel eine Kamera, eine gepolsterte Wand und den Körper nutzen, oder man in einer Raumkapsel mit Schaltpulten durchs Weltall gelenkt wird, bis hin zu den gängigen Mechanismen wird viel präsentiert. Statt dem Fanservice gerecht zu werden oder den üblichen Schönheitsidealen und der Objektivierung von weiblichen Spielecharakteren entgegenzukommen, lenkt man gezielt mit einem Dildo-Spiel den Fokus auf die Queer-Szene. Queer, quirlig, anders Berlin. Also es ist genauso, wie man sich es vorstellt. Es ist independent, es ist klein und es gibt sehr viele frische Ideen. Es gibt Keep Talking and Nobody Explodes. Wer das nicht kennt, das beste Bombenentschärfspiel, was es jemals gegeben hat. Lucid Trips. Jeder, der VR hat, sollte das ausprobieren. Und es gibt Bier und es gibt Musik. Berlin, also was willst du mehr? Und natürlich zeigt die Messe eine Fülle an Indie-Titeln, die sich abseits der Installationen dem gängigen Design verschrieben haben, aber dennoch mit anderen Ansätzen glänzen und den Zuschauer mit jedem kurzen Eindruck ein Stück außerhalb des Kartons rücken. Outside the box. Der Tellerrand ist voll von all den großen Tönen in der Symphonie der Spieleindustrie. Wer sich allerdings die Zeit nimmt, den leisen Klängen mit allen Sinnen zu lauschen, wird über so manchen Ansatz schmunzeln. Egal ob vom Artdesign her oder von verschrobenen oder mysteriösen Ansätzen, die von Perspektivwechseln geprägt sind, wo man vom kürzlich veröffentlichten Pollen bis hin zu frühen Ansätzen alles sehen kann. Und es ist erfrischend, wenn man zum Beispiel dem Pitch der Berliner Entwickler von All Walls Must Fall lauscht, wo wie in Braid verschiedene Zeitebenen mit dem Kampf gegen Gegner und einem frischen Setting verknüpft werden, in dem der Kalte Krieg nach wie vor zugegen ist und man als Agent zwischen die Fronten gerät. Und was man früher wie Lucid Trips nur als Konzept wahrgenommen hat, zeigt sich als fertiges Spiel auf der Zielgeraden. Die Amaze ist international, überall wird mit einer Selbstverständlichkeit Englisch geredet. Man kennt sich und wer sich noch nicht kennt, wird als Indie-Entwickler schnell ins Netzwerk eingeführt. Ein kollegialer Geist schwebt über dem Festival, denn im Kern steht hier der rege Austausch der Szene. Das passiert auch in diversen Workshops, wo man über Stereotypen spricht und sich darin übt, schräge Controller zu entwickeln. Das ist alles spielerisch mit einem verschmitzten Lächeln gemeint und wirkt daher so unbekümmert und als komplett antagonistisches Bild zu den hochprofessionalisierten Spielemessen dieser Welt. Man spielt, lacht, freut sich über so kleine Stilperlen wie Daichi Dash oder den vielen anderen Spielen, wobei ich hier leider nur exemplarisch einige genannt habe. Über den ganzen Tag laufen die Talks, die vielleicht etwas prägnanter im Stile der GDC sein könnten, aber dennoch den Charme der Freigeist-Szene widerspiegeln, in der halt alles etwas unkonventioneller zugeht.
Neben namhaften Entwicklern der Branche wird der Hypertalk stark frequentiert, indem jeder Sprecher nur 5 Minuten Zeit hat, Anregungen zu geben, was auch als Kommunikationsbasis wahrgenommen wird, um sich in einer sehr entspannten Atmosphäre bei einem Bierchen auszutauschen. Man kann auf der Amaze auch musikalisch abtauchen, sich von den Klängen treiben lassen, um weiterzuschreiten, weiter aufzusaugen. Und es ist eine Messe mit Wachstumspotenzial. Ich gehe davon aus, dass die Community eben noch viel größer wird, weltweit, dass die Leute immer mehr und mehr vom Amaze Festival erfahren, unbedingt zum Amaze Festival in Berlin kommen wollen. Und ich denke mal, dass es einfach enorm wachsen wird. Und mein Ziel ist es wirklich, dass Feuilleton darüber berichtet in 5 Jahren, dass die Leute es ernst nehmen, das, was die Spiele-Designer hier Maze zeigen, dass die Awards wirklich ernst genommen werden, weil die Independent-Szene ist einfach so gut, dass man wirklich darüber schreiben kann, darüber reden kann, darüber diskutieren kann, was sie an Content machen. Und ich denke mal, dass dieser Maze-Festival schon so eine Art Festival werden könnte, wenn ich weiter so dran arbeite und unser Team natürlich, was zum Beispiel die Berlinale jetzt darstellt und was das Cannes-Film-Festival darstellt. Es bleibt spielerisch, verspielt und das Publikum ist eine Mischung aus Künstlern, Kreativen, Interessierten, total durchgeknallten, schrägen, aber liebevollen Zockern, auf die das Schimpfwort Hipster eben überhaupt nicht zutrifft. Amaze ist ein wenig Avantgarde und unangepasst. Neben dem netten Ambiente geht es natürlich auch um die Finanzierung, um das Überleben in der Branche und um knallharte Fakten. Dennoch spürt man hier in Ansätzen den Aufbruch. Es wird viel über VR diskutiert, über neue Ansätze und wie man dieses Neuland beackern und weiterbringen kann. Ja, genau das ist es auch, dieser Charme des Aufbruchs, der einen dann doch mitreißt, wenn auch nur im Stillen in seinen eigenen Gedanken. Auch wenn die Augenlider wegen des Bierkonsums am vorigen Abend auf Halbmast hängen, bleibt der Geist dahinter wach. Und man fragt sich eigentlich, warum man selber nicht ein Spiel entwickelt, wenn man doch die Ideen dafür hat, statt nur passiv zuzuschauen. Ja, das war unsere allererste Amaze und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert zwischen den ganzen Panels und Eindrücken und der Musik und den zum Teil kruden und lustigen und schrägen Ideen. Wird man dann so sehr inspiriert, dass ich zum Beispiel auch eine Idee habe für einen weniger für ein Spiel, aber für eine Erfahrung, für ein Kunstwerk. Man muss sicherlich als Besucher nicht alle Tage da sein, aber um sich inspirieren zu lassen oder einfach sich in der Mischung aus Talk, Spielen, Musik und Installation für einen Tag treiben zu lassen, ist es fast schon ein Muss für jeden Zocker im Umkreis von Berlin.